Es gab dann auch Begrüßungsgeld in der Folgezeit und dann sind wir da natürlich nicht nur einmal rübergefahren über die Grenze, sondern eben auch mehrfach und haben uns dann auch hier in Duderstadt unser Begrüßungsgeld dann mit abgeholt, selbstverständlich. Und was haben Sie dafür gekauft? Weil das gab es doch, egal ob Greis oder Kind, das hat doch jeder gekriegt, oder? Natürlich, aber da ja Westgeld so eine herausgehobene Aura hatte, mit der man vorsichtig sein musste, hat man es eben eher gespart als auszugeben. Man ist damit sehr sorgsam umgegangen. Und wir sind noch, ich weiß, an dem Tag, als wir das Begrüßungsgeld abgeholt haben, nach Göttingen gefahren, weiß ich noch ziemlich genau. Und, also was ich auch erstmals in Göttingen gewesen, versteht sich, in ein großes Kaufhaus rein. Damals weiß ich noch Karstadt und war auch überwältigt von dem Warenangebot, weiß ich noch. War noch in einer Lebensmittelabteilung im Keller, habe ich nie vergessen, die Szenerie. Und jetzt stand ich vor der Entscheidung, gebe ich was von meinem Geld aus oder halte ich es zusammen? Und ich habe dann scheinbar vor einem Regal gestanden, da stand Nutella drin. Man kann es aus der Werbung, man hat ja auch Westfernsehen gekannt, Nutella, ne? Tolle Sache, man hat es auch schon mal gegessen gehabt von den Westverwandten, aber kaufe ich es mir jetzt, gebe ich dafür mein Geld aus oder gebe ich dafür nicht mein Geld aus? Ich muss scheinbar so traurig geguckt haben in dem Zusammenhang, dass eine ältere Frau auf mich zukam und hat mir 10 Westmark damals in die Hand gedrückt. Ich war da völlig perplex mit und ich kenne die Frau bis heute nicht, wer es gewesen ist, aber ich fand es eine sehr beeindruckende Geste. Und ich habe auch tatsächlich das Geld genommen, habe davon auch ein Glas Nutella mitgekauft, sogar ins Nebenfall.